Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Steinbock. Heute möchten wir mal schauen, was erwartet dich in der Woche Steinbock, 25. April bis 1. Mai. Guck mal, Steinbock, wow. Einige Steinböcke können in der kommenden Woche mit Energien zu tun haben vom Sternzeichen Skorpion, aus welchen Gründen noch immer, ja. Wow, doppelter Skorpion, Steinbock, nimm dich in Acht. Solltest du es mit einer Skorpion-Energie zu tun haben, aufpassen, ja. Es kann durchaus sein, dass dieser Skorpion dir irgendwas aufzeigen möchte aus der Vergangenheit. Bei dir kommt nochmal, wovon musst du dich befreien, worauf solltest du achten. Du solltest auch aufpassen auf falsche Freunde, du solltest aufpassen auf falschen Energien. Du solltest aufpassen, dass deine Ängste nicht eine Belastung für dich sind. Negativität kommende Woche nicht zu sehr an dich ranzulassen. Versuche kommende Woche in deinem Flow zu bleiben. Gibt es etwas mit einer Skorpion-Energie zu klären? Oder du hast eine Skorpion-Energie in deiner Geburtskarte? Oder kannst ein bisschen stachelig sein? Ja, ein bisschen aufbrausend, ein bisschen durch den Wind, ein bisschen so, kirrig, bleibe in deinem Flow. Nächste Woche werden jetzt Sachen aufgezeigt für deinen spirituellen Wachstum, okay, für deine berufliche weiterführende Situation, wenn du noch keinen Job hast. In der Woche vom 25. bis 1., also Steinbock, ja, deine Legung ist heute die verwirrendste energetisch, weil ich habe so viele verschiedenste Steinböcke. Steinböcke, die nicht resonieren möchten, Steinböcke, die sagen, Alena, ich bin aber schon in meinem Flow, ja. Steinböcke, die sagen, Alena, nee, echt schon wieder, ey, ich kann nicht mehr. Hör mal, wir Erdelemente, Stier, Jungfrau, Steinbock, ja, wir sind wirklich von der Muse geküsst worden, immer wieder diverse Proben zu überstehen, wie alle anderen auch, aber die Erdelemente haben schon echt eine ganz große Herausforderung, nicht nur die nächste Woche, nicht nur im Mai, sondern das ganze Jahr 2022 können für die Erdelemente echt schon eine Herausforderung werden, die sie sich aber stellen dürfen, weil es ist immer zu eurem höchsten Wohle. Aufpassen mit Obsessionen. Aufpassen mit Anhaftungen, aufpassen mit Abhängigkeiten, okay? Hier wird nochmal deine Bewusstseinsebene auf die Probe gestellt. Wie sehr hast du abgelassen, wie sehr hast du losgelassen, wie sehr hast du dich abgenabelt, wie sehr bist du bereit, Dinge auch zu sehen und zu erkennen, die dir nicht mehr gesonnen sind. Vertraue darauf, dass deine Intuition dich leiten wird. Vertraue darauf, dass Finanzen sich regulieren werden, wenn du die richtige Alternative hast, die richtige Strategie, die richtigen Ansprechpartner. Die kommende Woche kann in allen Lebensbereichen, auch in der Liebe, nochmal eine Konfrontation darstellen, aber gleichzeitig auch ein Aufwachen für dich sein, um hier in eine neue Situation, in eine neue Energie zu kommen, die absolut mit Befreiung zu tun hat, mit Erkenntnis, mit Aufwachen, mit Stolz auf sich zu sein, ja, durch seine Ängste zu gehen, durch die Zweifel zu gehen, durch Unsicherheiten zu gehen. Achte darauf, welche Skorpion-Energie auf dich zukommt. Lasse diese ran, wenn du bereit bist, hier einen Dialog zu führen, eine Klärung reinzubringen. Und wenn nicht, streife es ab, aber habe keine Angst davor, irgendjemanden zurückzulassen, irgendetwas zurückzulassen, dich von irgendetwas zu befreien oder irgendjemanden zu befreien und dann in deinem Flow zu kommen, okay? Also alles kommt kommende Woche in eine gute Basis, in eine gute Stabilität, in eine gute Sicherheit, mit Herausforderungen, mit ein paar Baustellen, mit ein paar Holprigkeiten, aber das Leben bringt dich wieder in eine absolute Zirkulation, wieder in einem Flow, okay? Hier geht's darum, hab die Vision klar. Hier geht's auch darum, dass du keine Paras haben sollst, einen Fehler wieder zu machen, keine Paras haben sollst, irgendwie vor die Wand zu rennen, sondern immer wieder, ja, trotzdem, dass du vor die Wand fährst, nochmal innezuhalten, sagen, jetzt habe ich aber Kopfpine, ich glaube, jetzt fahre ich mal irgendwo anders gegen oder ich fahre nirgendwo mehr gegen, weil ich gelernt habe, okay? Ändere deinen Blickwinkel, befürchte nichts, nicht so viele Gedankenkarusselle rein, es wird eine mega tolle Woche, wenn du bereit bist, die schönen Sachen zu erkennen und eine andere Strategie an den Tag zu legen, um wieder ins Vertrauen zu kommen. Keine emotionalen Abhängigkeiten, keine Ängste, keine Verzweiflungen, keine Unsicherheiten, absolut gar nichts, sind nötig. Solltest du sie doch haben, schau nochmal in dich, ob es gerade der richtige Moment ist. Okay, Steinbock. 10, die 8, die 14, die 22, die 41, die 51, die 58, die 5, die 30, die 45, die 38, 35 und die 63 können vielleicht von Bedeutung sein. Und die 25 und die 27 und die 12. Okay, Steinbock, ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns. Bye.